Also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass wir auf diesem Planeten nur überleben werden, wenn diese beiden Schlüsselbegriffe endlich sozusagen in den Mittelpunkt unserer ganzen Bemühungen geraten. Und der eine heißt Selbstorganisation und der andere heißt Potenzialentfaltung. New Work, Agilität und Selbstorganisation sind in aller Munde. Aber was versteht man unter diesen Begrifflichkeiten? Und vor allem, sind sie nur eine vorübergehende Welle? Oder gar eine Art Revolution? Also meine Einschätzung zum Thema Agilität ist, dass wir auch noch am Anfang stehen. Es weiß auch keiner so richtig, was dahinter steckt. Das ist ein Mythos so ein Stück weit geworden. Ich persönlich glaube wirklich dran, dass jeder den Kern in sich hat. Weil dieses Entdecken, rausfinden, was will ich eigentlich, mich weiterentwickeln, was Neues lernen, das haben wir alle in unserer DNA. Dieser Begriff der Agilität ist extrem wenig gefüllt. Das ist so ein Buzzword, wo alle erstmal sagen, Agilität ist toll, Agilität ist super. Wenn man aber nachfragt, was meint ihr eigentlich genau damit, dann wird es halt häufig ganz, ganz schwammig. Ich finde, die einzig mögliche Definition von agil ist Selbstorganisation. Selbstorganisation lässt sich nicht im Versuch machen, im Experiment oder im Pilotprojekt. Da gilt dieser alte Satz von Yoda aus Star Wars: Do or do not, there is no try. Anfang 2017 war wie die Ruhe vor dem Sturm. Kaum einer konnte damals erahnen, was ihn konkret erwartet. Firma Metafinanz, Sie sprechen mit Markus Stürenberg. Ich kann mich daran erinnern, dass es gesagt wurde, dass es eine Veränderung gibt, aber so wirklich greifbar war die nicht. Und dass gesagt wurde, die Veränderung ist anders als alle Veränderungen bisher. Wir haben das mal nach Themen, mal nach Mitarbeitern, mal nach Schuhgröße, mal nach Haarfarbe sortiert und dann hieß es mal irgendwie anders, aber im Grunde haben wir immer das gleiche Business gemacht. Und dieses Mal war es halt das erste Mal, wo wir richtig echt so ein krasses Ding gemacht haben. Ich habe es nicht verstanden damals. Also ich wusste überhaupt nicht, auf was es hinausläuft und habe damit auch noch gar nicht begriffen, was das für mich persönlich bedeutet. Und das haben die Leute, glaube ich, erst viel später gemerkt, was da eigentlich gerade passiert. Und das hat, glaube ich, schon viele Sorgen bereitet. So Dinge, die der Rainer jetzt gerade ins Zentrum verortet hat. Also was wir wollen, ist jetzt diesen Dialog in 2018 stark angehen, statt dass man sagt, der Kreis muss sich etablieren und die anderen müssen sich etablieren. Tatsächlich war die Strecke von der Idee bis zur Umsetzung sehr kurz. Was war der Grund für das hohe Tempo? Ja, da war ich mutig. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich wusste von meinem, also mein Bauchgefühl sagte, es ist das Richtige. Wir brauchen etwas Neues. Wir brauchen einen Neubeginn. Wir müssen die Metafinanz auf neue Beine stellen. Die Mitarbeiter waren auch bereit dazu, etwas Neues zu tun. Markus Stürenberg, Firma Metafinanz, hallo. Innerhalb kürzester Zeit hat die Geschäftsführung begonnen, die Metafinanz komplett auf den Kopf zu stellen. Wie das neue Modell aber nun genau aussehen sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch niemandem klar. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist schon ziemlich mutig und ich glaube, er hat für sich erkannt, die Metafinanz muss jetzt aufbrechen, die muss was verändern und wir müssen einfach mal loslegen. Aber es war nicht klar, wo es hingeht oder schon gar nicht, wo es endet. Für alle, die noch nichts von der Metafinanz gehört haben und was diese nun seit 2 Jahren umtreibt. Also, da gibt es zum Beispiel Kanban oder Scrum, Design Thinking oder Extreme Programming, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das sind alles agile Arbeitsmethoden. Sie helfen Teams, ihre Entwicklungsprozesse zu strukturieren, um sie transparenter und vor allem effektiver zu gestalten.
Die Metafinanz mit ihren mittlerweile 800 Mitarbeitern hat sich 2017 komplett von ihrer hierarchischen Struktur verabschiedet und ist somit einen Schritt weiter gegangen. Denn das ganze Organisationsmodell ist nun agil. Und dadurch können die einzelnen Teams selbst organisiert arbeiten. Es gibt jetzt knapp 50 sogenannte Business Areas. Diese dezentralen Teams agieren autonom und bilden das neue Herzstück der Metafinanz. Hinzu kommen noch die Shops. Das sind Serviceeinheiten wie zum Beispiel der IT-Shop, das Staff Development oder das Business Empowerment, die die Business Areas bei ihrer Arbeit unterstützen. Die Business Areas sollen dabei keine starren Grenzen haben. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin beispielsweise denkt, sie kann woanders dem Unternehmen besser helfen, ist ein Wechsel sogar erwünscht. So ging dieses Modell 2017 an den Start. Ja, das ist das, was mich frustriert. Die Zeit war schön, spannend, aber auch naiv, würde ich sagen. Also ich persönlich war absolut naiv. Mir war absolut nicht bewusst, was ich auch für eine Verantwortung trage. Das tut mir im Nachhinein auch fast ein bisschen leid, weil man denkt jetzt zurück und denkt sich, ja, das hätte ich doch sehen müssen. Also Turbulenzen waren, glaube ich, deshalb da, weil Unsicherheit da war. Und dieser Rahmen, der weggebröckelt ist, der wurde nicht sofort ersetzt durch einen neuen, sondern es war eben ein Übergang und dieser Übergang hat, glaube ich, zu sehr viel Verunsicherung und auch teilweise Chaos geführt. Wie wollt ihr wirken? Also, oder, weil ich sage jetzt ihr, ja? Team, Social Media, Beteiligung. Ein fundamentaler Cut war, dass von einem Tag auf den anderen 70 Führungskräfte überflüssig waren. Das komplette Key-Account-Management, das Business-Line-Management, alle Projektmanager und Personal Leader. Wie haben Sie alle diesen Change erlebt? Jetzt mal so gesagt, also ich habe am 23. Dezember erfahren, dass ich ab, weiß ich nicht, April, Mai mit dem neuen Change mir eine neue Rolle suchen kann, darf, werde, weil ich keine Mitarbeiter mehr führen werde. Was haben wir früher mal gesagt? Ja, ich bin Carsten Sievers, ich bin im Senior Management, das ist die Ebene unter der Geschäftsführung, um damit noch Macht mit auszudrücken. Genau, bin ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja den Job, den ich da gemacht habe, so was das Thema Mitarbeiterführung anging, echt gern gemacht. Und wenn dir dann so von oben gesagt wird, den Job brauchen wir nicht mehr, der wird anders gemacht, dann, also da war ich nicht glücklich drüber, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe erstmal echt den Connect in die Metafinanz verloren. Worst case kann passieren, dass ich nicht weiß, was ich sinnvoll hier zum Erfolg dieser Firma beitragen kann. Veränderung ohne Schmerz, befürchte ich, gibt's nicht. Ja, ja, so war das. Nein, also für mich war das tatsächlich schon dramatisch, weil ich teilweise wirklich mich wie in so einem Loch befunden habe. Und ich habe früher immer in Position gedacht und jetzt durfte ich in Ambition denken. Was ist denn meine Ambition? Was will ich? Und mein Dilemma war, ich wusste es aber nicht mehr, was ich will. Die Betroffenheit dieser Kollegen, die war wirklich sehr hoch. Ist auch nachvollziehbar. Es gab wirklich Kollegen, die sind in eine Schockstarre verfallen. Wie haben die jeweiligen Führungskräfte wieder ins Unternehmen zurückgefunden? Interessant ist, dass ich für mich Dinge entdecke, die ich früher gerne gemacht habe. Ich war früher Schülersprecher, ich war politisch engagiert. Und da habe ich ganz viele Dinge getan, die ich jetzt wieder tue, die mir tatsächlich irgendwie mehr entsprechen. Vielleicht habe ich mich eine Zeit lang, ein paar Jahre versteckt. Im April 2017 hatte das alte Senior Management als seine letzte Amtshandlung die Zusammensetzung der neuen Business Areas zu konzipieren. Wir haben uns ein Stück weit selbst abgeschafft, ja, das stimmt. Also es war im Grunde klar, dass mit dieser Neuaufstellung unklar war, was für uns eigentlich übrig bleibt.
Ja, wir haben den ersten Wurf, also eine Startaufstellung und so weiter gemacht und auch erste Dinge bearbeitet, aber natürlich überhaupt nicht mit Mitarbeitereinbindung, also total im alten Muster. Das Management hat sich getroffen, die Boardmember haben sich getroffen, die haben philosophiert und man hat Dinge ausgearbeitet. Da kann ich mich an diese Besetzungskonferenz erinnern und kann mich erinnern, dass die ganz ein ganz furchtbares Meeting war. Weil es war sehr zäh, es war sehr mühsam, es wurde unglaublich viel diskutiert. Man hat eigentlich gerade bei uns Führungskräften gemerkt, dass wir uns irgendwie dagegen sperren, aber natürlich konstruktiv mitarbeiten sollten und wahrscheinlich auch wollten. Und das war aber eine ganz schizophrene Situation. Und dementsprechend gab es auch viele Diskussionen, da gab es auch Streit, kann ich mich erinnern. Es war sehr mühsam, diese Startaufstellung hinzustellen. Doch schließlich waren die Business Areas gegründet und es entstand schon bald viel Bewegung. Es gab Neugründungen, Ausgründungen, die BA wurde gewechselt und manch einer verließ auch die Metafinanz. War die Startaufstellung der BAs im Nachhinein glücklich gewählt? Ja, ich würde heute sehr viel, ich würde tatsächlich sehr viel mehr die Menschen mitsprechen lassen heute. Ich fand es suboptimal, dass die Metafinanz angefangen hat, das als Big Bang zu machen. Also wirklich BAs zu gründen, die dann alle von heute auf morgen da sind und auf einmal alle miteinander arbeiten müssen und Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist super. Sondern ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, ist es besser, einfach klein anzufangen. Dann tut es auch nicht so weh. Die Business Areas, die ich begleitet habe, die quasi von innen heraus entstanden sind, die haben super Energie, die sind super kreativ, das läuft. Die haben auch gar nicht diese Reibungen, die die Business Areas haben, die von vornherein quasi geschnitten wurden. Aber wie hätte man es denn machen sollen? Würden wir es nochmal tun, würden wir uns aber auch da, glaube ich, ein Stück weit mehr Zeit lassen, mehr Mitsprache ermöglichen, auch in diesem ersten Schritt schon, und dann starten. Aber nicht nur die Führungskräfte mussten sich grundlegend verändern. Auch für alle Teams war das neue System eine Herausforderung. Einigen gelang es leichter, manche hatten einen steinigen Weg vor sich. Die Tatsache, dass es einen Business Area Lead gab oder gibt, war natürlich am Anfang auch für die Veränderung dann schon auch schwierig, weil in dem Lead steckt immer ja das Wort Führung dann auch mit drinnen. Ich meine, die mussten sich ja auch alle neu finden. Also ich glaube, das war mit der schwierigste Job. Also erstmal alles bei sich zu vereinen und dann gleichzeitig das Team zu befähigen, dass sie selbst organisiert sind. Ich glaube, bei uns war das immer so negativ behaftet. Wir müssen jetzt Aufgaben übernehmen und wir müssen Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, wir waren einfach überfordert irgendwie. Wo fangen wir an? Ja, davor war noch im Januar ein Workshop, ein Tag Lego Serious Play haben wir gespielt. Ich habe ja offiziell zum 1. März gestartet, war aber dann im Januar schon bei diesem Workshop mit dabei und bin da also frohen Mutes rein spaziert und war geschockt. Ja, da war die Stimmung am Tiefpunkt. Also wir wollten schon selbstorganisierter werden, deswegen haben wir auch das Offside gemacht und das Lego Serious Play. Also das war ja die Intention daran, aber es hat halt einfach gar nicht funktioniert. Ja, noch nicht der freiwillige Gedanke. Also es war zu dem Zeitpunkt, war das Team tatsächlich, genau. Also ich glaube, du hast echt einen super Impuls reingebracht, weil du dann plötzlich das auch angesprochen hast. Der Veränderung scheint ein schmerzhafter Zauber inne zu wohnen. Viele haben die Erfahrung gemacht, dass es eine Art leidvollen Anlauf braucht, bis es Klick macht. Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass die Teams, die momentan sehr stark in der Selbstorganisation sind, alle das erlebt haben, was ich jetzt als Person auch erlebt habe, nämlich die Krise. Und das ist in mehreren unserer Gruppen passiert, ist die Führungskraft eigentlich weggefallen und es gab Stress, dann gab es Streitigkeiten und dann gab es verschiedene Impulse und jeder hat versucht, was zu retten. Und erst an dem Punkt, wo wirklich klar war, jetzt bricht alles auseinander, ging es plötzlich wieder aufwärts. Ist das ein weit verbreiteter Mechanismus? Die Schmerzen vor dem Sprung? Wie ergeht es anderen Unternehmen damit? Wir haben uns auf den Weg gemacht, kreuz und quer durch Deutschland und Expertinnen und Experten befragt. Von Gerald Hüther, dem bekannten Neurobiologen, wollten wir wissen, warum es so schwierig ist, sich von einer hierarchischen Arbeitswelt zu lösen und in einem freieren Organisationssystem zurechtzufinden. Und jetzt sagen Sie mal jemanden, der gar nichts anderes kennt, als dass er sich einfügt in ein bestehendes System, er soll mal jetzt auf einmal frei werden. Das geht nicht so einfach. Das ist ja auch zunächst erstmal eine große Herausforderung, die sehr viel Unordnung im Hirn erzeugt. Und deshalb rufen dann meistens Mitarbeiter, sie wollen eine Führung haben. Und
wenn man jetzt fragt, was könnte die Mitarbeiter einer Firma dazu bringen, dass die das selbst wollen, dann ist aus neurobiologischer Sicht die einzige Antwort, sie könnten es nur dann selbst wollen, wenn sie es attraktiver finden als das, was sie im Augenblick tun. Also was für mich so eine wesentliche Sache ist, ist tatsächlich dieses, wir sind ständig im Beta. Das hat mich unheimlich befreit, glaube ich. Weil dann ist es plötzlich so, es gibt immer Dinge, wo man sagt, das läuft nicht so optimal. Aber dann hat man immer die Möglichkeit, da kann ich noch was ändern. Ich kann mich immer verbessern. Man ist im permanenten Fluss. Beta hat wirklich so ganz Klick gemacht. Und das ist genau das, was es transportiert ja auch. Sei mutig, trau dich, Veränderungen zu machen. Genau, man kann immer was ändern. Es könnte sein, dass er das dazu bereit ist, wenn er in sich selbst etwas wiederfindet, was er verloren hat. Also sowas wie Lebensfreude oder Freude an der Arbeit, Freude am Miteinander, auch an der Gestaltung von Aufgaben, an Herausforderungen. Jeder zweite Konzern in Deutschland setzt mittlerweile auf agile Methoden. Welche Erfahrungen machen Sie eigentlich? Von Lars Geiseler, der vornehmlich große Konzerne begleitet, wollten wir wissen, wie weit sind andere Unternehmen bereits? Ich kenne ehrlich gesagt keine Firma, die wirklich gechanged ist. In den großen Organisationen kenne ich Kuchenstücke, wo einzelne Führungskräfte innerhalb eines bestehenden Systems mehr oder weniger Methoden implementiert haben. Das wäre jetzt so der unterste Reifegrad, ob das jetzt Scrum ist oder sowas. Aber das tatsächlich so gegen die DNA des großen Systems quasi angegangen wird, das gibt es fast noch gar nicht so richtig. Stefan Kühl von der Uni Bielefeld haben wir gefragt, mit welchen Schwierigkeiten sich andere Unternehmen herumschlagen. Also es gibt sowas wie ein Identitätsproblem. Es gibt, wenn die Teams ohne Hierarchie auskommen, sowas wie verschärfte Machtkämpfe. Also die Hierarchie nimmt die Machtkämpfe nicht mehr raus, sondern das entfaltet sich stark in den entsprechenden Organisationen. Und es gibt halt auch häufig ein Komplexitätsproblem, dass in dem Moment, wo man keine formalen Regeln mehr hat, man ja immer wieder den neuen Weg finden muss. Und irgendwann die Mitarbeiter sagen, wir brauchen mehr Verbindlichkeit, wir brauchen mehr Regelwerk. Das heißt, die Probleme, die wir in diesen agilen Organisationen haben, sind ganz häufig die gleichen. Ich fange jetzt einfach mal an, oder? Ja. Was ist denn euer Gefühl? Wo stehen wir denn jetzt, wenn wir unsere Entwicklung als Business Area und als Team anschauen? Natürlich läuft noch nicht alles so gut, wie wir es uns vorstellen. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Von dem her so ein bisschen Guidance von der einen oder anderen Seite wäre vielleicht für uns hilfreicher gewesen. Wir sind ein Team von relativ vielen jungen Leuten. Was ich persönlich nicht mag, ist euch zu sagen, wir gehen jetzt in die Richtung. Sondern ich will mit euch zusammen, und ich bin ja auch Teil des Teams, sagen, wir gehen in die Richtung. Klar wird, welch sensible Verantwortung dem BAL, also dem Business Area Lead, in selbstorganisierten Strukturen zukommt. Also wir haben den Business Area Lead hier eingesetzt in unserer Startaufstellung. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, wir haben ihn gebraucht. Diese Rolle wurde in den letzten 2 Jahren mindestens 10-mal neu definiert, anders gelebt. Weiterhin ist es so, dass ich glaube, dass es unterschiedliche Teams und unterschiedliche Business Area Leads gibt, wo tatsächlich der BAL vielleicht gar nicht erforderlich ist als eine Rolle, wo das Team das eigentlich auch schon organisiert hat. Und andere Teams brauchen das. Und andere Teams haben einen BAL und vielleicht wäre es gut, wenn er weg wäre, weil er vielleicht tatsächlich auch im Weg steht. Weil er so viel Macht und also qua Person, qua Wissen, qua Erfahrung hat, dass er eigentlich das Entfalten einengt. Obwohl er da eigentlich in einer guten Absicht handelt. Welche Qualität zeichnet denn eine gute Führungskraft aus? Für mich ist der wichtigste Leadership-Skill, dass ich auch in der Lage bin, anderen zu folgen. Und das ist das Allerschwierigste. Sagen, okay, da hat jetzt jemand anders eine coole Idee und ich gehe jetzt mit. Und ich muss mich nicht einbringen. Ich halte es aus, egal wo das hingeht. Und erst dann, wenn du das ganz entspannt mit dir machen kannst, bist du für mich ein richtig guter Leader. Jetzt für den Anfang finde ich es mega wichtig, dass wir die Sachen auf dem Schirm haben. Wir haben darüber besprochen. Und da musst du aber auch gucken, okay, wie komme ich jetzt erstmal in die richtige Spur? Wir hüpfen.
aber das nicht mehr beachten, was vorher war, hüpf mal dahin. Also ich stimme dir zu, eine Basis braucht man immer. Aber wir haben auch herausgefunden in unserer Basis, dass wir ganz schön kopflastig unterwegs sind. Also es wird niemand kommen mit einem Silbertablett und dir die Dinge einfach so servieren, ohne dass du fragst. Jedes Team hat seine eigenen individuellen Herausforderungen. Was sind generell die Voraussetzungen für eine gut funktionierende Teamkultur? Es ist schon wichtig, dass unterschiedliche Meinungen da sind und man sich gegenseitig befruchtet oder auch mal kontrovers diskutiert. Daraus entstehen ja positive Dinge, das ist wichtig. Aber trotzdem, wenn es zu viele Reibungspunkte gibt, ist es im Sinne der Selbstführung schwierig, ein gemeinsames Ziel zu erarbeiten. Ich meine, gerade jetzt brauchen wir Projekte, ne? Ja. Mhm. Opportunities haben wir jetzt ein paar. Ist die Frage, ob das ausreichend ist. Aber wir müssen ja irgendwie Umsatz generieren. Und da wäre dann die Frage, wie kann uns der BE-Shop dabei helfen, ne? Mhm. Eben, die müssen unsere besten Freunde werden. BE-Shop. Aber auch die anderen BAs. Ja, das ist genau, Von Nils Pfläging, seines Zeichens Speaker, Autor und, wie er sich selbst nennt, Management-Exorzist, wollten wir wissen, wie ein gut funktionierendes Team beschaffen sein sollte. Also Teams müssen eine überschaubare Größe haben. Das ist eine Eigenschaft von Selbstorganisation oder von agilen Teams. Die müssen klein sein. 7 Leute ist gut, 8, da wird es schon schwierig. Letztendlich gelingen agile Teams ja nur dann, wenn alle, die da drin sind, das auch wollen und auch mit ihren Kollegen wollen und sich auch als Team begreifen. Mit dem Teamgefallen und Followship. Konfliktfähigkeit zu erlernen und dem Harmoniebedürfnis immer weniger stattzugeben, das ist für Selbstorganisationen essentiell, das ist notwendig. Genau wie in der Demokratie. Und jetzt hier bei den Financial KPIs. Da seht ihr dann quasi nur die Projekte für das SWOT-Team. Im November 2017 wurde das Meta-Reporting für alle gelauncht. Von nun an hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugriff auf alle Zahlen. Von ihrer eigenen BA, anderer BAs und aller Projekte. Wo steht mein Projekt? Ja. Also das habe ich in der Meta schon, also hier auch bewundert. Okay, ja klar, wir legen die Zahlen offen. Also den Schritt gehen wir auch. Das fand ich extrem mutig. Das gehen viele Unternehmen nicht. Da ist eine ganz große Angst. Also vor Meta-Reporting für alle wussten viele noch nicht mal, mit welchem Tagessatz sie verkauft sind oder wie ihr interner Kostensatz überhaupt ist. Also sie waren völlig blind unterwegs, was die wirtschaftliche Situation ihres Teams betrifft. Wie hoch siehst du die Gefahr, dass ein Wettbewerb entsteht? Das sehe ich, ja. Doch bald wurde auch ein Ranking der Business Areas untereinander eingeführt. Also das Thema Reporting, das lief nicht so optimal, wie wir es uns gehofft haben. Die Befürchtungen bezüglich Ranking waren auf jeden Fall berechtigt. Also man kann bis heute spüren, dass wir viele Teams haben, die ihre Zahlen, also ihre Gewinn- und Verlustrechnung eher ängstlich betrachten. Und wir haben diesen Moment verpasst, das positiv aufzuladen. Die Zahlen der Metafinanz sind gut, die sind sehr gut. Viele Teams leisten eine überragende Arbeit. Und die sozusagen in den roten Zahlen stehen, haben oft genauso ein Phänomen. Ich habe eine kurzzeitige Krise, ich habe vielleicht gerade ein Investment. Es gibt oft gute Gründe dafür. Jetzt siehst du hier alle eure Projekte, Auftragswert. In den regelmäßig stattfindenden Sprechstunden wird das Reporting für alle immer noch verständlicher gemacht und neue Schwerpunkte gesetzt. Nicht nur umsatztechnisch, margentechnisch, sondern aber auch das Ziel muss ja sein, andere BAs mit reinzuholen, die gerade im Start stehen, ja? Wie genau. Hier. Das ist, glaube ich, für uns doch ein bisschen. Reporting schafft ja Transparenz. Und ich glaube, Transparenz ist gut und hilfreich und feuert auch eine Diskussion an. Die Turbulenzen der BA Incubation Services sind eng mit dem Launch des Reportings verknüpft. Sie bildeten alsbald das Schlusslicht im neuen Meta-Ranking und gerieten innerhalb des Unternehmens immens unter Druck. Genau, da ist nämlich dann auch die Frage, braucht man Marketing überhaupt? Braucht man Communication? Genau, was ist unser Ziel? Und trotzdem sind wir die BA, die am meisten Minus gemacht haben, die vorletzte. Das kann doch nicht sein. Das berührt mich natürlich. Also ich habe auch Emotionen. Also wir waren da irgendwie auch einfach im Drama. Also im Nachhinein, wenn ich drauf schaue,
denke ich mir, so schlimm war es doch gar nicht. Es hätte einfache Lösungen gegeben, aber wir waren in unserer Glocke. Und du bist dann irgendwann in einer Situation, wo du mit deinem Team da sitzt und jeder Tag wehtut, wo du nicht irgendwie fakturierst. Das war ganz schlimm. Also erlebe ich heute auch noch. Beschäftigt euch erstmal mit den Bedürfnissen. Mittlerweile hat sich der Incubation Service wieder gefangen und schreibt keine roten Zahlen mehr. Wie geht es Ihnen heute? Es fiel mal irgendwie die Idee, der erste Inkubator zu sein, der auch Geld verdient. Und normalerweise ist es bei Inkubatoren ja so, dass sie sehr viel Geld verbrennen, weil sie halt auch viel ausprobieren müssen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Also aktuell tun wir es ja. Bitte, ich schlage vor, wir starten mit Feedback zur Führung. Weil das ist ein bisschen leichtgewichtiger, glaube ich, als das andere Team. Mal zum Einstellen. Ich wollte es mal prime. Anna Lorenz hat als Coach im ersten Jahr das IBTM-Kernteam betreut und war in die anfänglichen Schmerzen und Kämpfe der Metafinanz involviert. Ich fand es total interessant zu beobachten, wie sie damit gekämpft haben, diese Veränderung zuzulassen. Also auf der einen Seite wollten sie sie ganz stark haben, und gleichzeitig aber so, dass, oh, das bedeutet aber halt auch für mich, da ändert sich was. Und dieser Kampf war einfach da, da habe ich versucht, ihnen zu helfen. Ja, und das, also du hast es schön gesagt, das wird euch ab jetzt für immer begleiten. Das ist so, ihr habt so was rausgegeben an Freiheit und die werden um immer mehr kämpfen, weil es ist ihr Ziel, autonomer zu werden. Und das ist immer ein Aushandeln und ein mit feinem Gefühl miteinander, ein Miteinander, es ist ein Dialog. Also das Kernteam war für mich mit der Anna eigentlich eine Persönlichkeitsentwicklung. Gemeinsam mehr die Sichten der Mitarbeiter zu verstehen, des gesamten Teams zu verstehen, aus allen Ebenen heraus, aus der Ballebene, aus der Mitarbeiterebene, also alle möglichen Elemente zu hören und dann zu sagen, was machst du jetzt in einer agilen Welt damit? Also wie bringst du Kontrollkultur und Vertrauenskultur in Einklang? Welche Entscheidung hier draußen stattfinden? Mir ist es noch nicht klar. Das ist mir, also ich glaube, mir ist es im Zentrum verhältnismäßig klar, aber was in den BAs entschieden werden darf. Berater sind beratungsresistent. Das merke ich auch selber, das fällt mir auch schwer, aber es war schon, ich musste schon viel diskutieren, auch mit Rainer oder im ersten Kernteam, so wenn ich sage, okay, wenn ihr das in Richtung Agil, Richtung Selbstorganisation wollt, dann wäre das und das eine gute Idee. Und da haben wir uns immer wieder gerieben, weil es ist schon eine Firma, die sehr viel selber lernen will. Und auch deswegen immer wieder gern an die Wand fahren muss, glaube ich, damit sie es selber lernt. Ist man ein Thema geworden oder ist es eine Infoveranstaltung? Also das ein bisschen aufzulösen, wie wir da eine Idee entwickeln können, um die Kernteams öfter stattfinden zu lassen. Das IBTM-Kernteam ist ein Instrument, um Leute zu erreichen, um mit Leuten in den Austausch zu kommen und die Metafinanz eben mitzugestalten. Letztlich erreichen wir mit dem Kernteam aber auch zu wenig Leute. Ja, also wenn wir jetzt in der letzten Runde drei Kernteams hatten, haben wir ca. 30 Mitarbeiter in den Kernteams mit dabei. Wir stellen aber jedes Jahr über 100 Leute ein. Deshalb plant nun die Metafinanz, das Kernteam noch breiter anzulegen, um viel mehr Leute in die Weiterentwicklung der Organisation einzubinden. Wir haben ja manchmal auch im Hinterkopf, glaube ich, dass man welche Leute gerne hier sehen würde, oder? Ja. Der Punkt ist doch der, wie kriegst du den IBTM-Kritiker auch wirklich mal in diese Runde? Mit einer freiwilligen Teilnahme? Eben. Es gibt einige Business Areas, wo jemand dabei war und da gab es einen totalen Change. Die haben dann, ja, die haben durch das Kernmeeting irgendwie erstmal verstanden, um was es geht im IBTM. Von André Häusling, Geschäftsführer von HR Pioneers und ein wichtiger Vernetzer in der agilen Szene, wollten wir wissen, ob es in anderen Unternehmen auch IBTM-Kernteams gibt. In allen Unternehmen sehen wir, dass es in irgendeiner Form so eine Art IBTM-Team gibt. Also die heißen dann anders, aber es gibt ein Team, was an der Transformation von der Organisation arbeitet. Und dann stellen die fest, oh, ein so ein Team ist zu wenig, die Kapazitäten, die reichen gar nicht aus. Dann stellen die Mitarbeiter auch fest, ups, in dem Team, da ist ein Stück Macht drin und da können wir mitentscheiden und da können wir Einfluss nehmen und uns selber auch positionieren. Das führt dazu, dass diese IBTM-Teams sich immer weiter aufsplitten und verteilen, bis in die Organisation aufgehen. Dann ist es so in der DNA der Organisation drin, dass es nicht mehr diese herkömmlichen IBTM-Teams in der Form vermutlich braucht. Es ist so in unserem Sprachgebrauch drin. Keiner nutzt die Bezeichnungen der BAs. Ja, da gehe ich mit rein ins Gefängnis. Er ist da vertreten, er bringt da auch neue Leute rein, aber das ist halt nicht
innerhalb der Business Area. Ich will jetzt die Ballrolle nicht in Frage stellen, aber... Also wer kümmert sich darum, dass ihr euch dann auch wieder verändert? Das sind tatsächlich so Themenpunkte, da kann ich nicht mitgehen. Für ein Reporting-Thema. Für alle Beteiligten ist die Welt anspruchsvoller geworden. Entscheidungsfindungen werden nun nicht mehr mit einem Federstrich der Führungskraft abgekürzt. Und nur zu oft gehen sie mit langen Diskussionen einher. Wird das irgendwann besser? Hierarchie hat ein zentrales Merkmal, es kürzt Diskussionen ab. Das heißt ja aber nicht, dass das immer gut ist. Also es hat Nachteile, wenn man schnell entscheidet, weil man zum Beispiel Argumente nicht sorgfältig genug auswägt. Dann kann man sagen, ja, es ist ja vielleicht gerade eine Stärke, dass man nicht durch die Hierarchie so eine Diskussion abkürzt. Aber das, was vom Mitarbeiter dann häufig frustriert, als frustrierend empfunden wird, ist, dass ja alle auch ihre eigenen kleinen individuellen Vorteile oder Interessen anstreben. Und die kriegt man teilweise nicht aufgelöst. Das heißt also, häufig einigt man sich auf sowas wie einen gemeinsamen Nenner und auf irgendeinen Formelkompromiss, der aber dann unklar bleibt. Und eine klare Entscheidung, auch eine riskante Entscheidung, ist eher unwahrscheinlich in diesen hierarchiefreien Strukturen. Ein wichtiger Aspekt der Selbstorganisation ist die Koordination der Business Areas, was sich bald als äußerst anspruchsvoll entpuppte. Ja, wir brauchen Leadership in den Business Areas, wir brauchen aber auch eins drüber, meiner Ansicht nach. Jetzt raucht es doch nicht immer alles auf Lunge, mein Geschwätz. Also am Anfang gab es ja gar kein Gremium. Und irgendwann haben sich zwei, drei Balls zusammengetan und die haben einen Ball-Stammtisch gegründet. Ich bin schon allergisch gegen das Wort. Also alles, was mit Stammtisch zu tun hat, da gehe ich nicht hin. Aber ich hab eingesehen über die Diskussion, bei manchen war ich auch beteiligt, dass es eine Notwendigkeit gibt, dass wir über die 40 Business Areas, die wir sind, dass es da Abstimmungs- und Redebedarf gibt. Das Beispiel mit der variablen Vergütung, das werden wir als Business Area Leads nie entscheiden. Aber wenn wir sowas nicht entscheiden können, was denn dann? Ich meine, ich hätte mir die Frage, wie mache ich ein Angebot? Was sind marktübliche Tagessätze und so weiter? Ne? Bis zu Mitarbeiterwechsel zwischen Business Areas und so weiter. Das sind alles so Themen, aber es gab kein Format für die Business Areas, sich da zu vernetzen. Ja, wahrscheinlich ist die Lösung wirklich nur eine Zusammenarbeit. Ich meine, das Ziel, hat der eine mal gesagt, sind 80 BAs. Der BA-Workshop, wie er später hieß und bald nicht mehr nur auf die Leads beschränkt war, mauserte sich sehr schnell zu einem wichtigen, impulsgebenden Koordinationsgelenk. Wie gut gelingt Ihnen inzwischen die Selbstorganisation? Also wir haben ja viele Business Areas, wo wir zum Teil Schnittflächen haben zu anderen Business Areas, wo es Graubereiche gibt, Überlappungen etc. Ich glaube, wir haben immer noch den Bedarf und die Sehnsucht nach Entscheidung und nach Sicherheit irgendwo. Aber wir werden viel souveräner im Umgang mit der Unsicherheit, dass keine Entscheidung da ist, im Umgang miteinander. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass jeder individuell einiges von seinem Ego abgeben muss. Und da ist die Frage, machen wir uns da selber Wettbewerb? Kannibalisieren wir uns? Und wenn wir dann nachher mit 5 BAs rumturnen und Open Space, Kernteam, BA-Workshop oder Learning Circles sind in der Meta die zentralen Bausteine der Selbstorganisation. Wie wird sie in anderen Unternehmen vermittelt? Bei Toyota gibt es ja dieses Ritual, dass jeder, der da eingestellt wird, am Anfang erst mal 3 Wochen lang in der Fabrik sitzen muss. Und der darf nichts tun, man darf nichts beitragen. Man muss es nur ertragen, da zu sitzen. Das ist die Hölle. Weil dann irgendwann sieht man ja, wie die Wertschöpfung da funktioniert und was funktioniert. Man will es auch verstehen, aber man darf nicht eingreifen. Was man von Toyota mitnehmen kann, allen Akteuren in der Organisation Demut einzuhauchen, dass sie nicht in Aktionismus verfallen sollen, sondern erst mal beobachten, erst mal verstehen, tiefgründig verstehen. Wie funktionieren denn generell Transformationsprozesse in Großunternehmen? Wir haben uns mit Barbara Caruzelle, CEO der Allianz Technology, getroffen. Wie gelingt in der Allianz, dem Mutterkonzern der Metafinanz, die Implementierung von agilen Strukturen? Ich glaube nicht, dass Sie das komplett über eine ganze Firma, die so groß ist, so schnell legen können. Aber ich glaube, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Sie quasi in manchen Bereichen komplett agil fahren, in so kleineren Projekten und auch größeren Projekten. Und dann von da quasi sich die Teile rübernehmen, die Leute befähigen, an jeder Stelle einfach Entscheidungen zu treffen. Das wird uns schon viel helfen. Wenn die Leute wieder sagen, da habe ich Spaß dran, habe ich eine Idee, das mache ich anders. Mit welchen Widerständen hat das agile Arbeiten zu kämpfen? Es gibt natürlich eine Ebene,
die Sorge hat, was ist denn dann meine Rolle? Wenn meine Mitarbeiter da drüben sind und die entscheiden, was ohne mich, warum gehe ich denn dann ins Büro? So, da muss man denen so ein bisschen die Angst nehmen und sagen, weil das wird sich neu sortieren. Wir haben schon noch so ein bisschen so in den Großunternehmen das Denken, ich brauche eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern und ich brauche eine bestimmte Anzahl von Budget und dann bin ich quasi wichtig. Und das wird sich ändern, glaube ich. Auch Rainers Position und Aufgabenbereich haben sich geändert. Er, der CEO der Metafinanz, hat auch für sich selbst einen steinigen Weg der Veränderung losgetreten. Ich hätte nie gedacht, dass es so anspruchsvoll wird. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich so viel Change an meiner Person wahrnehmen muss. Und der Prozess, der an mir auch stattfindet, das ist auch, das kostet viel Kraft. Ja, der Change an meiner Person, das hat mir schon ein paar Tränen gekostet. Rainer hat sich der Sage nach hingestellt und hat beschrieben, wie sich das anfühlen muss, hier zu arbeiten. Und wenn ich das Führungskräften auf seinem Level erzähle, dann ist das für die völlig neu und faszinierend, dass sie nicht ein Zielbild vorgeben, sondern dass sie sagen, ich beschreibe mal, wie sich das anfühlen soll, hier in dieser Organisation zu arbeiten. Das ist so einfach gesagt, weil ich habe mich ja 25 Jahre lang trainiert, hierarchisch zu sein. Und zwar der beste Hierarch. Alles besser zu wissen als meine Mitarbeiter. Aufs Papier zu schreiben, ich habe Trust, aber trotzdem alles zu kontrollieren. Und wenn man sich Rainer Göttmann anguckt, dann ist, glaube ich, das Positive, was er immer wieder sagt, ich habe auf einmal sehr viel mehr Zeit. So. Das heißt, er hat offensichtlich im klassischen System Dinge getan, wo er glaubte, dass sie wichtig wären für die Organisation, die heutzutage nicht mehr so wichtig sind. Ich habe 3 Couches verschlissen, bin jetzt noch in der Psychotherapie sozusagen. Ehrlich, alle 4 Wochen gehe ich in eine Session, um genau auch das ein bisschen aufzuarbeiten. Also ich finde es schön, dass Sie drüber lachen. Mir war es manchmal mitternacht zum Lachen. Also ich scheine nicht mehr so wichtig zu sein für die Wertschöpfung in einer Organisation. Ich bin aber extrem wichtig, wenn es um die Schnittstelle nach außen geht. Ja, wenn man all seine Befugnisse abgibt, kommt ja die Frage zum CEO, was mache ich eigentlich hier noch? Und die muss man sich beantworten. Weil er soll ja nicht im System arbeiten, sondern am System, damit die Mitarbeiter im System die größtmöglichen Freiheiten haben und sich entwickeln können. Wir sind relativ knapp, also 2 Stunden wird ausreichen, aber Sie müssen... Stefan Kühl hat mit seinem Kollegen die Organisationsstruktur der Metafinanz mittels ausführlicher Interviews analysiert. Ende Juni 2019 haben sie ihre Arbeit der Geschäftsleitung präsentiert. Vorweg gesagt, wir waren beeindruckt. Wir waren beeindruckt. Wir haben das Gefühl, dass die Struktur, die gewählt worden ist, in ihrer Grundform funktioniert und dass sie inzwischen auch bei den meisten Mitarbeitern angekommen ist. Aber wir haben schon 4, 5 Punkte identifiziert, wo wir sagen müssen, da knirscht es. Die Kurzanalyse ging unter anderem auf die Rolle von Hierarchie und Führung ein, ob beispielsweise Sprunginnovationen in diesem Modell möglich sind oder was dies für Großprojekte bedeutet. Ich sage ja schon, bei Großprojekten gehen die Machtspiele ja los. Dieses Aushandeln, wem der Umsatz gehört, wem der Gewinn gehört, da findet echte Machtspiele statt. Das ist ja häufig, wenn man über Macht spricht, dann schrecken alle zurück und sagen, Macht finden wir ganz furchtbar. Wenn wir von Macht sprechen, ist es immer neutral gemeint. Also Machtspiele, würden wir sagen, sind per se nichts Negatives für die Organisation, können natürlich Blockaden hervorrufen, können aber genauso viel in Gang bringen. Und warum würden Sie es dann trotzdem als Problem, also diese Machtspiele stehen ja auf der Problemseite, ist ja auch eine Chance, oder nicht? Oder? Aber man muss sich halt darüber bewusst sein, dass Macht eben nicht aus dem System verschwindet, nur weil man Hierarchie abschafft. Stefan Kühl hat jedenfalls als seine zentrale Erkenntnis einen Umstand festgestellt, der seiner Meinung nach von der Metafinanz nicht als Schwachstelle, sondern als Alleinstellungsmerkmal genutzt werden sollte.
Ja, die ganz zentrale Einsicht, und da muss man sagen, das machen die auch hier sehr gut, ist, dass diese Vorstellung, dass man von der Pyramidenstruktur zu so einer Pfirsichstruktur oder agilen Struktur geht, dass das eigentlich eine unzureichende Beschreibung der Metafinanz ist, sondern die Souveränität und auch die Professionalität der Firma besteht darin, dass sie sowohl die klassische hierarchische Pyramidenstruktur als auch ihre agile Pfirsichstruktur gut kombiniert bekommen. Hat hier nun die Geschichte der Metafinanz eine Wendung genommen? Sollte sie nun versuchen, die beiden Modelle zu kombinieren? Ja, für mich ist gar keine Wendung eingetreten. Er hat es nur bewusster gemacht, was wir eigentlich implizit ja immer schon hatten. Also wir haben immer ja schon in den drei Organisationsmodellen gedacht. Ich fand es sehr schön, wie er die beiden Wörter Macht und Hierarchie uns nochmal bewusst gemacht hat, dass auch beide Wörter eine positive Seite haben. Ja, ich finde, dass heute nochmal einige Painpoints, die wir ja haben, nochmal so konkret auf den Tisch gekommen sind. Und mir persönlich geht es wirklich so, dass ich sage, jetzt sind sie nochmal so, sie liegen jetzt auf dem Tisch und ich habe jetzt auch Energie, die jetzt mal anzugehen. Dies zeigt, die Beta-Organisation kennt kein Ende. Sie wird sich immer weiterentwickeln. Was kann man denn bisher von der Metafinanz lernen? Ich bin ein großer Metafinanz-Fan. Wirklich. Weil die Meta sich immer wieder selbst erneuert. Das finde ich schon echt bemerkenswert. Und zwar immer wieder selbst erneuert aus dem Erfolg raus. Weil wenn sie sich erst verändern müssen, wenn es schon zu spät ist, dann ist es echt schwierig. Für mich persönlich ist auch der Mut und die Konsequenz, immer wieder Dinge auszuprobieren, auch wenn die nicht immer offensichtlich und klar sind. Und dieses mutige Handeln, das schätze ich bei allen Kolleginnen und Kollegen der Metafinanz sehr. Es geht ganz viel um den Faktor Mensch. Manche können mit dem einen, manche nicht. Da passiert so viel und da muss man ein Gespür für haben oder das muss man auch entwickeln. Und ich glaube, dessen sollte sich jeder bewusst sein, der das versucht, dass das halt eine komplett neue Welt ist. Wir haben Gerald Hüther gefragt, ob für ihn in der Selbstorganisation auch eine politische und vor allem gesellschaftsrelevante Dimension liegt. Das ist schon eine sehr spannende Frage, wie sich jetzt innerhalb der Gesellschaft dieses neue Denken, das ist ja praktisch ein richtiger Transformationsprozess, ausbreitet. Und da kann man zunächst einmal sagen, die Verwaltungsbehörden, die wir haben und die politischen Instanzen werden zu Selbstorganisationsprozessen zuletzt in der Lage sein. Weil die sind ja so starr und so haben solche hierarchischen Muster ausgebildet, da geht ja gar nichts. Dann müsste man als zweites muss man sagen, die Universitäten und die Schulen sind auch nicht die Träger dieses Prozesses. Dann könnte man sagen, vielleicht sind es die Künstler, aber da sehe ich auch nicht so sehr viele Ansätze. Und deshalb bleibt eigentlich nur noch eine Gruppe übrig. Und von der erwarte ich auch den großen Change, das ist die Wirtschaft. Die Wirtschaft, ein Unternehmen ist das die einzige Organisationsform, die nicht überleben kann, wenn sie sich nicht selbst verändert. Man stelle sich ein Worst-Case-Szenario vor. Alles auf Anfang, zurück in alte Strukturen. Geht das überhaupt noch? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, einen 100% Weg zurück gibt es nicht, weil ich glaube, der würde dazu führen, dass viele Leute sagen würden, okay, dann verlassen wir die Metafinanz. Also ich habe Menschen endlich wieder erlaubt, lebendig zu sein und jetzt kommt jemand und nimmt mir diese Lebendigkeit weg. Wie soll sich das denn anfühlen als fürchterlich? Was wir jetzt machen, ist schon etwas sehr Wertschätzendes und etwas Innovatives und es macht schon viel Spaß. Es war wahnsinnig anstrengend, also wir waren auch teilweise sehr unglücklich, aber ich möchte jetzt nicht mehr zurück, nein. Wo das hinführt, lassen wir uns doch überraschen, oder? Also, ich würde mal sagen, der Weg ist das Ziel. Also wo es hinführt, glaube ich, wissen wir alle nicht. Ich freue mich auf die nächsten 2, 3 Jahre, die agile Organisation weiterzuentwickeln. Wir sind immer im Beta. Das IBTM ist, weiß Gott, noch nicht perfekt, aber es ist die absolut richtige Richtung. Ich würde tatsächlich sagen, dass die Arbeitswelt
befreiter ist, weil du, also oder weil ich halt mehr mitbestimmen kann, was ich tun möchte und was nicht. Es ist aber auch anstrengender. Eigentlich wollen wir doch selbstorganisierte Unternehmen. Wir wissen noch nicht so genau, wie es geht und wir hadern auch mit der eigenen Courage. Insgeheim warten wir alle auf die große Transformation, die große Renaissance der Unternehmensführung. In Deutschland haben angeblich 70% der Leute keinen Spaß an ihrer Arbeit. Wenn sie die Statistik umdrehen würde, durch New Work, durch die Sinnhaftigkeit des Arbeitens, dann wäre das für mich die Entwicklung, wo ich echt gerne dabei wäre. Das Neue setzt sich nicht dadurch aus, dass man es propagiert, sondern dadurch, dass es besser ist als das Alte. Das ist eine schöne Weisheit, mit der man gut leben kann.